Hallo liebe Sportsfreunde und vor allem Sportsfreundinnen. Meine Güte, was für ein Mädelswochenende liegt hier hinter uns. Es war nicht nur Weltfrauentag, sondern auch Tag der Mädels beim Hockey und beim Handball. Was so los war, das sehen wir jetzt. Wenn es um Handball geht, denken die meisten von euch vermutlich direkt an die Spreefüchse. Doch in Berlin gibt es noch einige weitere erfolgreiche Handballteams. Unter anderem die ersten Damen von Pfeffersport. Bei den Prenzlbergerinnen läuft es derzeit mehr als nur rund. Am Samstag konnten sie mit einem souveränen 34:25 Heimsieg nicht nur den Berliner TSC schlagen, sondern auch die Tabellenführung in der Oberliga Ostsee-Spree zurückerobern. Damit sind sie nach den Spreefüchsen die derzeit erfolgreichste Berliner Damenmannschaft im Handball. Das Spiel ist super gelaufen. Wir standen in der Abwehr eigentlich von Anfang an ziemlich gut. Und im Angriff hatten wir immer die richtigen Lösungen und Ideen, sodass wir viele Tore werfen konnten. 5 Spiele stehen in dieser Saison nur noch aus. Ob es am Ende für den Aufstieg in die dritte Liga reicht, bleibt also noch abzuwarten. Eine erfolgreiche Saison war es aber bis jetzt schon allemal. Eine ebenfalls sehr erfolgreiche Saison spielten die Hockeydamen der Potsdamer Sportunion. Wir durften bei ihrem letzten Heimspiel gegen den TK Steglitz mit dabei sein und können euch schon mal verraten, es war ein runder Saisonabschluss. Auch am letzten Spieltag in der Regionalliga Ost gab es für die ersten Damen der Potsdamer Sportunion allen Grund zum Jubel. Mit einem 4:1 Heimsieg gegen den Steglitzer TK rundeten sie ihre erfolgreiche Hallensaison ab. Ja, also ein Wort reicht eigentlich: geil. Weil die Saison war einfach geil, wir haben jedes Spiel abgeliefert. Nach den 14 absolvierten Ligaspielen stehen die Potsdamerinnen nun auf dem 3. Tabellenplatz und können sich jetzt pünktlich zum Frühlingsbeginn auf die Feldsaison vorbereiten. Auch aus sportlicher Sicht konnten sich die Mädels am Wochenende also so richtig feiern lassen. Wo wir in den nächsten Tagen für euch unterwegs sind, das seht ihr jetzt im Ausblick. Am Samstag geht es wieder einmal in den Fuchsbau. Dieses Mal zu Gast die ersten Damen der Spielgemeinschaft Herrenberg. Die Vorzeichen stehen für die Spreefüchse jedenfalls gut. Am Sonntag konnten sie einen klaren 32:23 Auswärtssieg in Leipzig einfahren. Auch an diesem Wochenende gibt es in unserem Programm leider wieder einen Corona-Ausfall. Das Osterturnier 2020 des SV Preußen wird nicht stattfinden. Wir bleiben aber am Ball und werden euch eventuell mit dem ein oder anderen spontanen Video überraschen. Ich sage danke fürs Zuschauen und vor allem ganz viel Spaß beim Mitmachen. Schaut nach dem Flashback jetzt direkt auf Instagram vorbei, denn ihr findet in Franzis Fitness Collection 3 tolle Übungen fürs Sixpack 2020. Mitmachen lohnt sich, also gib Gas und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe hier im Magazin. Ciao!